In der Waldschule in Reutlingen-Omenhausen, wo sonst gelernt wird, war in den letzten 2 Tagen die fiktive Stadt Waldhausen. In der Schule als Stadt fanden Besucher all das vor, was eine richtige Stadt ausmacht. So wurde in einem Fitnessstudio trainiert und anschließend der Hunger in einem Restaurant gestillt. Wer sich dabei eine kleine Verletzung zuzog, konnte sich auf die medizinische Versorgung verlassen. In Waldhausen schlüpften die Schüler in Arbeiterrollen und wurden in der stadteigenen Währung Ohm bezahlt. Besucher erhielten diese in einer Bank zu einem 1:1-Wechselkurs und halfen damit, die Waldhausener Wirtschaft anzukurbeln.